Unsere Region öffnet seine Türen für Sri Lanka, das Land vom Tee und dem Zimt. Der Raju Suberg wird heute mit seinen Zauberkünsten ein Rezept vorstellen, das den Namen eines beliebten Fest trägt. Ich bin der Raj, 31, bin in Biel geboren und aufgewachsen, arbeite teils in einem Fitnesscenter und bin selbstständig. Mein Vater ist aus Sri Lanka, meine Mutter ist aus der Schweiz und ich koche euch heute ein traditionelles tamilisches Pongal, was ein Milchreis ist, wo in Sri Lanka oft an Festtagen hergestellt und gegessen wird. Aufzuleben, weil jeder Tag ein Fest sein soll. Das Pongal ist aber nicht nur ein Essen, oder? Pongal ist ein traditionell tamilischer Milchreis und wird hier als Geschenk unter Verwandten und Nachbarn austauscht, um das gewisse Ereignis zusammen zu feiern. Hauptbestandteil ist, wie ihr es erraten könnt, Reis. Wir werden heute eine spezielle Form davon brauchen, werden aber etwas später darauf eingehen. Und verschiedene Gewürze und Zutaten, die sehr typisch sind für Sri Lanka. Raj, mit was fangen wir an? Wir fangen damit an, dass wir die Milch und das Wasser aufkochen. Und als nächstes? Was ich auch noch drin tue, ist Salz. Sehr wichtig. Mein Vater hat bereits zerstören, wenn ich wieder zu wenig drin tue. Für ihn ist das, er sagt halt einfach, das ist das, was er so den grossen Unterschied macht zum Milchreis oder so, den wir halt noch hier bekommen. Und als letztes noch Kokosmilchpuder. Ihr habt es gehört. Beim Salzen müsste laut dem Raj seinem Papa nicht sparsam sein. Wieso tust du den Reis vorgängig einlegen? Es geht hauptsächlich darum, dass er leicht quellen kann und er auch etwas schneller kocht. Was für einen Reis hast du heute dabei? Wir werden heute einen roten Reis verwenden. Der rote Reis ist sehr speziell und auch vor allem sehr nahrhaft. Er wächst 6 Monate. Normaler Reis wächst zwischen 3 Monaten. Durch das ist er auch viel teurer und wird eben mehrheitlich an festlichen Tagen oder auch von reicheren Personen gebraucht. Jetzt tue ich hier noch, fange ich an, Gewürze vorbereiten. Durch das ein paar Kardamom-Samen leicht zerstampfen. Die kommen dann ebenfalls in Reis rein. Weiter werden wir hier vom Zimt brauchen. Das ist frischer Zimt. Das ist etwas, was sehr typisch ist für Sri Lanka. Das wächst dort unten und ein Großteil von dem, was ihr hier im Grosshandel kauft, kommt auch aus Sri Lanka. Die Milch ist jetzt am Kochen. Wir werden jetzt den Reis zufügen. Was verbindet dich am meisten mit Sri Lanka? Kochen war für mich immer sehr wichtig, vor allem auch daheim. Mein Vater ist halt früh in die Schweiz gekommen. Wir hatten eigentlich nicht wirklich einen Bezug zu Sri Lanka, weil der Hungerkrieg war. Das Kochen war halt das, was uns in diesem Sinn mit Sri Lanka verbunden hat. Und wo haben sich deine Eltern kennengelernt? Meine Eltern haben sich hier kennengelernt. Meine Mutter war stark im Migrationswesen tätig. Und sie haben sich auch über diesen Weg kennengelernt. Das Buswil im Migrationsheim. Es geht weiter mit den Cashewnüssen. Die werden jetzt im Ghee geröstet. Was ist der Vorteil am Ghee? Ghee ist eine spezielle oder typisch indisch-tamilische Butter. Hat einen eigenen Geschmack. Und ist halt so gemacht worden, dass sie, sie ungekühlt über lange Zeit gelagert werden kann. Ihr könnt sehr gut auch eine normale Butter nehmen, das spielt überhaupt keine Rolle. Jetzt fügen wir die Gewürze zufügen. Wie geht's weiter?
Also als nächstes tun wir den Zucker rein. Es ist roher Rohrzucker. Den findet ihr hauptsächlich in tamilischen Geschäften. In den herkömmlichen Supermärkten habe ich den jetzt noch nicht gesehen. Und wieso verwendest du diesen Zucker? Wir bevorzugen den, weil er erstens so dicht traditionell ist. Zweitens hat er einen eigenen Geschmack. Er ist nicht ganz so süß wie der herkömmliche Zucker. Er hat einen leicht erdigen und halt auch wirklich natürlichen Geschmack. Also es unterscheidet sich schon recht extrem vom normalen Zucker. Während der Milchreis noch weiter köchelt, bereitet der Ratsch noch Garnitur vor. Mit typisch sri-lankesischen Früchten. Ich habe ursprünglich eigentlich Koch gelernt, arbeite mittlerweile nicht mehr auf diesem Beruf. Koch hat mich aber irgendwie nie wirklich lassen, auch wenn ich zum Teil ganz andere Sachen gemacht habe. Ich habe noch recht lange auf dem Bau gearbeitet zum Beispiel. Dass ich dann eine weiterführende Schule als im Bereich Ernährung gemacht habe. Und das hat dazu geführt, dass ich mittlerweile als Fitnesstrainer arbeite. Für mich ist halt Gesundheit, Ernährung und Bewegung sehr wichtig. Wir haben das seit klein auf von zu Hause mitbekommen, weil halt einfach Essen, gut Essen, gesund Essen, viel Essen bei uns echt zur Kultur gehört und ein fester Bestandteil davon ist. So, der Milchreis ist jetzt fertig gekocht. Ich werde noch ein bisschen ziehen. Er ist jetzt recht kompakt. Es ist halt einfach so auf traditionelle Art, wie er serviert wird. Ihr könnt ihn natürlich auch flüssiger machen, also gut auch noch ein bisschen mehr Wasser oder Milch drin tun, das spielt nicht so eine Rolle. Wie ihr das Ganze anrichtet und präsentiert, ist eigentlich euch überlassen. Ich habe sich hier Früchte gewählt, weil Pongal wird sehr oft an Festtagen zubereitet oder das im Tempo mit Früchten auf Platten präsentiert und auch zelebriert. Und somit wünsche ich euch einen guten Aufzuleben, wo jeden Tag ein Fest sein soll. Und ein Fest für die Augen und der Gaumen ist auch dein Pongal. Merci vielmals Ratsch, für dass du uns Sri Lanka näher gebracht hast. Das ganze Rezept findet ihr auf unserer Webseite. Viel Spass beim Zubereiten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst: Mein Land, mein Rezept.